Hallo und herzlich willkommen zu den Dividendensammlern. Mein Name ist Michael, alias der Bulle, und zusammen mit meinem Kollegen Frank, dem Bären, haben wir diesen Channel ins Leben gerufen. Uns ist einfach aufgefallen, dass die finanzielle Bildung in Deutschland doch sehr zu wünschen übrig lässt. Dem wollten wir halt Abhilfe verschaffen und wollen euch hier ein paar Eindrücke geben, wie wir die ganze Sache handhaben und euch entsprechend noch ein paar Tipps geben, damit ihr selber entsprechend hier auf einen grünen Zweig kommt. So, in diesem Video möchte ich mich erstmal an diejenigen richten, die an dieser Stelle noch gar nichts in die Richtung machen, also irgendwelche finanziellen Investitionen oder Rücklagen bilden. Also der erste Schritt an der Stelle ist immer erstmal ein gesunder Verstand oder ein gesunder Umgang mit Geld. Da möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr an die Sache rangehen könnt, damit ihr einfach ein paar Rücklagen bilden könnt, mit denen ihr dann unter Umständen auch Investitionen tätigen könnt, um euer Geld weiter zu vermehren. So, an der Stelle einmal, letzten Endes, ihr selbst seid immer euer größter Feind. Aus dem Grund, selbst mal ein bisschen in den Arsch treten ist. Also keine Ausreden suchen, sondern am besten auch nehmt ihr euch selbst aus der Formel heraus. Das heißt, richtet am besten einen Dauerauftrag ein. Dieser Dauerauftrag kann jetzt für den Anfang erstmal auf ein Tagesgeldkonto gehen, auf das ihr jetzt nicht so ohne weiteres zugreifen könnt, also nicht wie das auf dem Konto der Fall ist. Und ihr könnt erstmal mit einem geringen Betrag anfangen. Und glaubt es mir, ihr werdet euch daran gewöhnen, dieses Geld nicht zu haben. Das heißt, am Anfang des Monats einen Dauerauftrag von eurem Konto auf dieses Tagesgeldkonto einstellen. Das könnt ihr dann eine Zeit lang machen. Und nach einer Weile am besten den Betrag immer erhöhen. Der Betrag ist nämlich letzten Endes immer zu niedrig. Das heißt, möglichst immer erhöhen, wenn das möglich ist. Außer natürlich, ihr habt komplett irgendwelche anderen Unkosten. Darauf kommen wir dann aber gleich nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall, dadurch, dass das Geld schon von Anfang an gar nicht für euch zur Verfügung steht, seid ihr auch, kommt ihr gar nicht in die Bredouille, dieses Geld dann auszugeben. Das hat dann den Vorteil, das Geld ist weg. Und ihr müsst halt mit dem restlichen Geld haushalten. Zu dem Thema Haushalten. Also ihr solltet an der Stelle einfach eure Ausgaben im Blick behalten. Da werden auch von vielen anderen einfach so Ausgabenkonten, nicht Konten, sondern Bücher empfohlen, dass ihr einfach eure ganzen Ausgaben notiert. Was viele an der Stelle empfehlen, noch zusätzlich, ist, dass man hauptsächlich seine ganzen Ausgaben möglichst bar durchführt. Hat jetzt für also das ist jetzt noch sehr konservativ gedacht, und auch relativ deutsch, also die Deutschen lieben eher Bargeld. Ich für meinen Teil würde da eher empfehlen, am besten alles elektronisch durchzuführen, weil da hat man nämlich den Vorteil, dass man letzten Endes automatisch so ein Ausgabenbuch führt in Form von seinem Kontoauszug, dass man ja auch jederzeit über das Online-Banking aufrufen kann. Wenn man die ganze Sache nämlich bar macht, muss man das auch natürlich händisch dann in dieses Ausgabenbuch übertragen. Dadurch, dass es jetzt ihr zusätzlicher Aufwand wieder ist, wird der eine oder andere wieder, sag ich mal, zu faul sein, das weiterzuführen und wird das entsprechend auslaufen. Deswegen mein Tipp an der Stelle, am besten möglichst viel elektronisch bezahlen, das heißt mit Karte, und euer Ausgabenbuch landet dann, habt ihr dann letzten Endes 1 zu 1 direkt in eurem Online-Banking. So, durch diese Maßnahmen war es mir zum Beispiel möglich, über die Zeit meine Sparrate oder Reinvestitionsrate nach und nach zu erhöhen. Inzwischen bin ich am Wert von, sagen wir, circa 60% von den Einnahmen, die ich monatlich mache, kann ich reinvestieren für
weitere Geldanlagen, die dann wiederum weiterhin mein Geld vermehren und mir dann ein passives Einkommen ermöglichen. Das heißt, an allererster Stelle steht erstmal der gesunde Umgang mit dem Geld. Das müsst ihr euch ein bisschen angewöhnen. Wie gesagt, dieses Ausgabenbuch kann euch dabei helfen. Aber auch, wie gesagt, dieser Dauerauftrag am Anfang des Monats kann euch an der Stelle diese Aufgabe erleichtern. So, als weiteren Punkt, was die ganze Sache nochmal erleichtern wird oder ihr ermöglicht, mehr zu beiseite zu legen, ist, wenn ihr zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommt. An der Stelle empfehle ich euch, direkt von dieser Erhöhung, die ihr bekommt, 80% von dem Betrag direkt in den Dauerauftrag mit zu übernehmen und lediglich 20% für euren Alltag freizugeben. Weil letzten Endes hat bereits ein Soziologe aus dem 20. Jahrhundert eine These aufgestellt, die war jetzt zwar mehr bezogen auf das Beamtentum und so weiter, würde ich aber mal sagen, lässt sich auch relativ gut hier auf den privaten Haushalt übertragen. Und zwar hatte das genannt das Gesetz der Verschwendung. Was dieses Gesetz besagt, deine Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen deines Einkommens. So, was ist damit gemeint? Je mehr Geld ihr zur Verfügung habt, desto mehr werdet ihr auch automatisch ausgeben. So, das ist letzten Endes, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch eine Tatsache, der Tatsache verschuldet, dass der Mensch quasi ein Gewohnheitstier ist. Und umso mehr Einkommen man generiert, umso mehr gewöhnt man sich an dieses Einkommen und dementsprechend geht man großzügiger mit dem Geld um. Und am Ende des Monats landet man wieder bei Null. Dementsprechend direkt der Tipp, wie gesagt, bei einer Gehaltserhöhung direkt 80% dieser Erhöhung in die Sparrate mit übernehmen. So, das war es jetzt erstmal zu den Grundlagen an dieser Stelle, um überhaupt mal mit diesem ganzen Thema anzufangen. Wenn euch das Video gefallen hat oder genau meine Ausführungen, dann gerne ein Like da lassen und wenn ihr für weitere Informationen offen seid, gerne einmal den Kanal abonnieren. Wir werden in nächster Zeit immer mehr Videos online stellen, in denen wir dann auch auf weitere spezielle Investitionsprodukte eingehen und dann auch ein Beispielportfolio mit euch durchgehen und das euch einfach mal zeigen, wie wir an der Stelle investieren. Und genau, um euch einfach zu zeigen, es ist einfacher, als es scheint. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen und ansonsten viel Erfolg.